berühmteste Sopranistin des deutschen Sprachraums, wenn nicht nein, jetzt Vicinity, Anneliese Rothenberger. Ja. Herzlich willkommen. Sie haben einen zauberhaften ehemaligen Journalisten, der, glaube ich, für Sie auch seine journalistische Karriere aufgegeben hat. Ja. Und an Ihrer Seite. Ja, nach etlichen Jahren haben wir eben festgestellt, dass wir uns nur noch an Flughäfen treffen und in Hotelzimmern. Und dann haben wir uns überlegen müssen, was ist wichtiger. Und es gibt so selten Paare, die wirklich so harmonieren, wie das bei uns der Fall war. Und dann hat mein Mann gesagt, weißt du, ein Hemingway werde ich sowieso nie. Und du hast die Chance, es zu schaffen, also ich stelle mich in deine Dienste. Und so haben wir das dann gehalten. Ich hätte das alleine ja nie, als es international anfing zu sein, hätte ich das nicht schaffen können. Da war er schon ganz, ganz wichtig. Frag mal nicht, was macht eigentlich, sondern frag mal, was macht Anneliese Rothenberger eigentlich nicht? Und ich glaube, Sie gehen noch nicht wieder in Opernhäuser. Nein, nicht in die, in denen ich gesungen habe. Also an die Wiener Staatsoper. Da bin ich jetzt gewesen beim Opernball, aber auf der anderen Seite als Publikum. Und nicht an, in der Metropolitan war ich schon, doch, zweimal schon. Und auch nicht nach München und Hamburg war ich auch nie wieder. Da habe ich eine schreckliche Erinnerung. Ich war in einer Premiere, die der Everding von Elektra gemacht hat. Und ich habe hier eine Show gedreht und habe mich extra früher beurlauben lassen, bin in die Oper gerast, um diese Premiere zu erleben. Und dann wollte ich am Schluss begeistert meine Kollegen begrüßen und kein Mensch hat mich gekannt. Das bitte? Ich bin auf die Bühne und die standen da alle und waren glücklich über den großen Erfolg. Und ich bin natürlich im Hintergrund geblieben, weil man drängt sich ja nicht in so eine Ensemblegesellschaft hinein. Und die haben gelacht und sich gefreut und so. Und alle haben mal in meine Richtung geschaut und dann bin ich weggekrochen und habe gedacht, da gehe ich also nun auch nicht mehr hin. Es war ein sehr trauriges Erlebnis. Ja. Aber ich meine, es tut irgendwie noch weh, dass das alles zu Ende ist. Aber es ist ja nicht so, dass man mich nicht mehr engagiert hat, sondern ich habe ja selbst aufgehört. In einer Zeit, in der es richtig war. Hat Ihnen die Krankheit die Entscheidung abgenommen, aufzuhören? Ja, natürlich. Aber das war vor 8 Jahren und ich habe das optimal überstanden. Aber es war eben einfach in einem Alter, in dem man nicht nochmal aufbaut. Also wenn ich da 40 oder 45 gewesen wäre, hätte ich das alles nochmal geschafft, das weiß ich. Aber ich hatte 10 Kilo abgenommen, damit weiß jeder, was es war. Aber es ist, wie gesagt, gut gegangen und es ist auch alles wieder auf mir dran. Aber ich war eben in einem Alter, wo ich gesagt habe, nein. Ich hätte ja ein Jahr arbeiten müssen, bis ich die Form wieder gehabt hätte, die es mal war. Und das wollte ich dann in diesem Alter nicht. Und ein Wechsel, entschuldigen mal, Robert, und ein Wechsel ins schauspielerische Fach, wäre das für Sie auf die Idee ist keiner gekommen. Ich habe das so gehofft, aber auf die ist keiner gekommen. Weil nämlich jahrelang mir immer geschrieben wurde, man weiß nicht, was man mehr schätzen soll, die Darstellung oder den Gesang. Und da habe ich gedacht, und ich habe ja auch die Show gemacht und bewiesen, dass ich sprechen kann, was viele heute nicht können. Von Wolfgang Rademann entdeckt übrigens. Der Rademann hat mir das zugetraut, ja. Also ich habe den 90. Geburtstag vom Robert Stolz moderiert in der Berliner Philharmonie und es war eine Live-Übertragung, genau wie das Neujahrskonzert von dem Berliner Philharmonie. Es ging live 3 Stunden und es hat sehr gut geklappt und daraufhin habe ich die Show bekommen. Ich bin vor Aufregung ganz heißer. Suchen Sie eigentlich noch die ganz frühen Stationen Ihrer Karriere auf? Also Koblenz, sind Sie mal, das war ja eine ganz frühe Station. Da bin ich oft gewesen, ja. Da bin ich oft gewesen, weil da war ein, was weiß ich wie viel, 100-Jahre-Feier. Da hat man mich eingeladen, habe ich Liederabend gesungen. Ich bin auch sehr lange, nachdem ich die Oper aufgegeben hatte, war ich ja in das hineingewachsen, was das Schwerste ist, nämlich das klassische Lied. Und das hat mir sehr viel abverlangt und mir auch die größte Freude gemacht. Das habe ich noch sehr lange getan, auch in Koblenz. Aber jetzt eben nicht mehr, nein. Ja. Ich habe ja, ich sage es mal ganz offen, ich habe überhaupt durch ein Interview, was Sie Dagmar Koller gegeben haben, überhaupt erst erfahren, dass Sie in Ihrer Heimatstadt Mannheim nicht auf die Musikhochschule aufgenommen wurden, aber letztlich aus einem Grund, der viel sagt über Ihre Kindheit,
nämlich aus Geldmangel. Sie sind nicht aufgenommen worden aus Geldmangel, aber in einem, unmittelbaren Sinne. Ich wollte ein Stipendium, natürlich, weil mein Vater war ganz jung gestorben mit 36 Jahren. Und damals waren ja die Frauen noch nicht so versichert, wie sie das heute sind. Es war eine winzige Pension, die meine Mutter bekommen hat. Und ich habe also für dieses Stipendium an der Musikhochschule vorgesungen und habe versagt, aber nicht, es war nicht die Stimme. Ich habe mit einem Korrepetitor eine Arie einstudiert, die Marie aus dem Waffenschmied, die lernen alle jungen Sängerinnen zum Vorsingen. Und da kommt ein 16-Takte-Zwischenspiel. Und das hat der Korrepetitor weggelassen, um Zeit zu sparen. Und ich besaß die Noten selbst nicht. Und deswegen habe ich natürlich beim Vorsingen den Fehler gemacht, dieses Zwischenspiel nicht abzuwarten. Und habe weitergesungen, so wie ich das gewohnt war. Und dann hat der Direktor Rassberger, ich vergesse nie, so hieß der, hat dann gesagt, wunderschöner Mann, ich habe den sehr verehrt, aber da war er im Keller. Hat auch nicht dann, geholfen. Dann hat er gesagt, nochmal, war ja nicht in Ordnung. Und dann habe ich natürlich denselben Fehler nochmal gemacht, klar, weil ich die Noten nicht kannte und bin durchgeflogen. Hat Mannheim ein bisschen schlechtes Gewissen? Nein, jetzt? Überhaupt nicht. Ich bin jetzt geehrt. Ganz als Blomaul. Es gibt ja Tönnes und Scheel in Köln und es gibt das Mannheimer Blomaul. Also das sind die so schwätze, wie man dort babbelt. Ne? Ach, Sie können das schon? Ja, natürlich. Und deswegen habe ich ja den Orden gekriegt. Der heißt Blomaulorden und es ist ein Ritterschlag. Effektiv. Was uns natürlich interessiert, ob man da eventuell in Mundart eine Laudatio oder nicht, respektive eine kleine Kostprobe. Nein, ich werde wissen, wie es dazu, dazu gekommen ist. Der Peter Alexander hatte ja eine große Show und da war ich als Gast. Und er wollte Szenen aus My Fair Lady und die Eliza spricht ja immer berlinerisch. Hm. Ja. Cockney-Englisch oder berlinerisch. Ja. Und ich habe gesagt, also beides kann ich nicht, aber ich könnte mannheimerisch babbeln. Und da war der Peter begeistert und hat gesagt, es fehlt noch in seiner Sammlung. Der ist ja fantastisch in Dialekten. Ja. Und das habe ich gemacht. Also mein bloß Zimmersche irgendwo und so. Ne? Und er hat auf Wienerisch den Professor Higgins auf Wienerisch. Und es war ein Riesenknaller. Und man hat mir später erzählt, dass in Mannheim die Leute gerannt sind, haben sich angerufen und gesagt, die Annelies ist drin und schwätzt monomerisch.